Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Buflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Seit mehreren Jahren gibt es jetzt in der Apotheke Cannabis. Cannabis auf Rezept. Und es wird immer wieder gefragt, Cannabis, was denkst du darüber, Frank? Was passiert denn da genau in meinem Körper? Wie sieht das Ganze aus? Und wenn dich das Thema Cannabis interessiert, ich erzähle jetzt auch noch eine kleine Geschichte, dann schau auf jeden Fall das Video, es sind hier ein paar interessante Informationen mit versteckt. Also, Cannabis. Cannabis gibt es seit Urzeiten. Und in den chinesischen Arzneibüchern, weil Cannabis als Pflanze wurde in der Steppe Asiens im Endeffekt als erstes gefunden und hat sich dann jetzt weltweit etabliert als Pflanze. Und 3000 vor Christus gab es das chinesische Arzneibuch und da wurde schon die Wirkung und die heilende Wirkung von Cannabis beschrieben, auch ein paar psychische Komponenten schon mit beschrieben, aber es ist wichtig, dass schon vor 3000 Jahren vor Christus eigentlich dieses entdeckt wurde. Und ich finde, man sollte auch hier ganz klar unterscheiden zwischen den medizinischen Möglichkeiten, die mit Cannabis entstehen und, sage ich mal, dieser Missbrauch, der von vielen, sage ich mal, auch immer wieder nur gesehen wird. Ja, die Schmuddelecke, die Drogenecke, die möchte ich zumachen, sondern ich beleuchte hier Cannabis, was hat es für medizinische Effekte? Ist es ein Produkt der Zukunft? Und also hört ihr auf jeden Fall das Video an, es ist sehr interessant und wir starten. Es gibt drei Sorten aus den Hanfgewächsen, aus denen Cannabis jeglicher Mischung produziert werden. Und die haben alle unterschiedliche Vorteile und Nachteile. Die bekannteste Pflanze ist das Cannabis sativa. Die hat ungefähr eine Höhe in freier Wildbahn von 7 Metern, also richtig hoch. Und die Reifezeit ist 8 bis 15 Wochen. Und da hat sie einen großen Nachteil gegen die zwei anderen, weil die Zeit doch relativ lange ist. Und die Reifezeit ist bei der Cannabis Indica wesentlich geringer. Und die Sativa-Pflanze hat körperliche und geistige Einflüsse, kann sehr gut bei Appetitlosigkeit, das ist bei Krebs- oder HIV-AIDS-Patienten sehr, sehr wichtig, eingesetzt werden. Dann bei chronischen Schmerzen unglaublich gut, bei Spastiken, also wenn es MS-Patienten sind, auch wirklich sehr, sehr gute Pflanzenextrakt, der dort hilft. Bei allen Pflanzen sind ungefähr 60 verschiedene Cannabinoide und Wirkstoffe mit drin, auch Terpene, die sehr wichtig sind. Und die bekannteste Substanz aus den Cannabinoiden ist das Delta-9-Tetrahydrocannabinol, das Delta-9-THC sozusagen jetzt in Kurzform. Und wie gesagt, Cannabis Indica reift wesentlich schneller, blüht 6 bis 9 Wochen und wird speziell, weil es sehr, sehr starke High-Effekt hat, bei Morbus Parkinson und bei Multiple Sklerose eingesetzt. So, dann gibt es die dritte Kategorie, die dritte Pflanze, die ein bisschen natürlicher ist, das ist die Cannabis ruderalis. Und die hat kaum oder ganz, ganz wenig Delta-9-THC, also wäre sie eigentlich jetzt nicht so interessant, aber sie hat einen entscheidenden Vorteil. Und dieser Vorteil ist, dass sie unglaublich früh blüht, sogenannte automatische Blühungsmöglichkeit. Und durch diese Pflanze und die Kombination mit den anderen beiden, die hat man, sage ich mal, dann gezüchtet mit den anderen beiden, kam man auf sogenannte Automatiksorten. Das heißt, die werden im Endeffekt blühen automatisch und dadurch hat man einen riesengroßen Effekt gehabt bei der Kreuzung. Und das sind die drei, aus denen alles entsteht. Das ist mal die Grundlage.
So, und was auch sehr, sehr interessant ist, dass nur die weiblichen Pflanzen, also nur die weiblichen Pflanzen, sind überhaupt interessant. Und da hat man dann gesagt, okay, gut, wie kriegt man das hin, viele weibliche Pflanzen zu haben? Und da hat man die Gibberellinsäure und das Silbernitrat gefunden, weil dadurch hat man den Pflanzen die Möglichkeit gegeben, sich selbst zu bestäuben und einfach mehr Ertrag rauszuholen. Das heißt, nur die weiblichen Pflanzen, und da hat man guckt, wie kriegen wir da einen Benefit raus. So. Und 1992 hat man erst herausgefunden, dass eigentlich in unserem Körper auch selbst Cannabis produziert wird. Und das ist das Anandamid. Ja? Und dieser Stoff, der wird in unserem Körper selbst hergestellt. Mit Linolsäure, da ist wichtig, dass es dabei ist. Aber das ist eine Substanz, die in unserem Körper eigens auch drin schon ist. Und es gibt zwei Rezeptoren, die Cannabinoid-Rezeptor 1 und Cannabinoid-Rezeptor 2. Und die haben unterschiedliche Funktionen. Wenn Cannabis, sag ich mal, konsumiert wird, dann ist der Cannabis 1-Rezeptor mehr für den zentralen Nervensystem zuständig, geht bis ins Rückenmark, und der Cannabis 2-Rezeptor ist fürs Immunsystem, für die Peripherie relativ wichtig. Und deswegen ist es so, dass je nachdem, was dann auch eingesetzt wird, hier unterschiedliche Wirkungen und Nebenwirkungen auch auftreten. Ja, was häufig gefragt wird und verwechselt wird, es gibt einen Unterschied zwischen Haschisch und Marihuana. Marihuana ist nur die getrocknete Triebspitze der Pflanze, und das Haschisch ist der Harz. Aus diesen Drüsenschuppen wird der gewonnen. Und dieser Harz hat eine sehr, sehr hohe Konzentration an Cannabinoiden. Eine sehr, sehr hohe Konzentration an Cannabinoiden. Und ich habe einfach mal, weil es für mich und die ganzen Patienten auch sehr interessant ist, warum macht es Sinn, medizinischen Cannabis zu haben? Das heißt, standardisierten Cannabis und nicht irgendwie gestreckt, illegal, vertrieben, geguckt, dass man mehr Profit hat, sondern wirklich eine Institution wie eine Apotheke hat, wo geguckt wird, macht genau den Standard mit den genau den Inhaltsstoffen, sodass man eine immer wiederkehrende, genau gleiche Wirkung hat. Und das macht Sinn, weil wir je nach Konzentration von Delta-9-THC und anderen Terpenen und Cannabinoiden eine unterschiedliche Wirkung haben. Und bei 50 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht haben wir eigentlich die Wirkung sedieren, euphorisieren, die man eigentlich auch haben will. Wenn wir, sage ich mal, über 100 Mikrogramm pro Kilogramm gehen, dann haben wir Wahrnehmungsstörungen schon. Wahrnehmungsstörungen, und dann geht es schon in eine Richtung, die eigentlich nicht mehr so gut ist. Ab 200 Mikrogramm haben die Leute meistens, pro Kilogramm Körpergewicht natürlich, haben die meisten Halluzinationen. Und über 300 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, da ist es dann so, dass die Sprache weg ist, dass das Gedächtnis weg ist, dass das Risiko für Herzinfarkte massiv in die Höhe getrieben wird. Und da wird es dann wirklich auch gefährlich. Und deswegen ist mein Wunsch, dass man hier wirklich Standards schafft. Standards wären wirklich richtig, richtig gut. So, und die Langzeiteinnahme ohne spezielle Erkrankung. Und das ist auch nochmal wichtig. Das heißt, wenn man es über eine lange Strecke ohne irgendwelche medizinischen Erkrankungen einnimmt, was passiert mit deinem Körper? Und langfristig ist es so, dass die Leistungsfähigkeit runtergeht, dass das Gedächtnis nachlässt, und das ist auch nachgewiesen, dass die Motivation noch weiter runtergeht. Und das siehst du auch bei den Leuten, die dann aufhören. Die sind unglaublich gereizt, die können sich nicht konzentrieren, der wird häufig übel. Und das Allerschlimmste ist, die schwitzen unglaublich stark. Das heißt, diese Entzugssymptomatik ist auch sehr stark sichtbar. Und ja, diese Langzeiteinnahme immer wiederkehrend ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen und nur bei speziellen Erkrankungen. Es gibt, sage ich mal, 5 verschiedene Sachen, wo man das sehr, sehr gut einsetzen kann. Das ist der chronische Schmerz, wirkt unglaublich gut. Dann bei HIV- und Krebspatienten, wenn die keinerlei Appetit mehr haben, weil das sehr appetitanregend ist. Man hat sogenannte Fressflashs, wenn man jetzt nicht erkrankt ist, sondern es hilft den Leuten wieder zu essen.
dann bei Morbus Parkinson, aber auch bei Multiple Sklerose sehr, sehr gut eingesetzt. Es gibt auch schon Fertigprodukte als Fertigarzneimittel, als Spray. Die werden auch verordnet von Ärzten oder halt als Rezeptur. Da kann man Tropfen oder auch Kapseln herstellen in der Apotheke. Das ist wirklich auch standardisiert und sehr, sehr gut. Aber warum werden trotzdem so gerne Joints genommen? Ja, warum wird das gerne genommen? Und das hat einen ganz klaren Grund. Wenn man, sage ich mal, Cannabis raucht, ist die Bioverfügbarkeit unglaublich schnell. Das heißt, ein sehr, sehr schnelles Anfluten im Gehirn. Und die Dauer ist je nach von Person zu Person unterschiedlich. 2 bis 4 Stunden die Wirkung. Und da kommt es natürlich auch darauf an, wie viel ist drin und sowas. Aber warum wird das gerne genommen? Ich will aber trotzdem ein bisschen sensibilisieren, weil ein Joint ist für die Lunge so schädlich wie 7 Zigaretten. Und deswegen sollte man andere Wege gehen. Man kann das auch inhalieren auf einer Nicht-Tabak-Grundlage. Und das macht dann einfach mehr Sinn, als das, sage ich mal, zu rauchen auf einer Tabak-Grundlage. Weil die Hitze, die dadurch entsteht, die führt dann dazu, dass es siebenfach, also wie 7 Zigaretten so handhaben ist. Und ich werde immer wieder gefragt, es gibt ja jetzt dieses Nahrungsergänzungsmittel Cannabidiol und die CBD-Tropfen. Und die CBD-Tropfen haben unglaubliche Wirkkomponenten. Die haben wirklich ein breites Wirkspektrum. Und meiner Meinung nach muss man hier auch richtig reingehen, weil sie bei vielen Patienten wirklich positive Effekte hat. Aber was ich zu bedenken gebe, ist, die CBD-Tropfen sind im Moment ein Nahrungsergänzungsmittel. Das bedeutet, es gibt keinen Standard. Es ist nicht geregelt, was da drin ist. Und es gibt seriöse und nicht seriöse Unternehmen. Und da kann das, sage ich mal, relativ schnell nicht die Wirkung haben, die man sich wünscht, sogar Nebenwirkungen haben, die nicht gut sind. Und da ist dann die Empfehlung, wirklich darauf zu warten, bis man diese CBD-Tropfen auch wirklich standardisiert als Arzneimittel hat oder dann auch klare Standards, wie Cannabidiol-Tropfen auch aussehen, sodass sie die Wirkung, die sie zweifelsohne haben, auch wirklich so bringen, dass der Patient auch sagen kann, hey super, das kann man nehmen. Also, wenn euch das Thema Cannabis oder das Thema Cannabidiol-Tropfen interessiert hat, dann gib mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir die ganzen Fragen in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören. Macht's gut, euer Frank.